So, zack, schon haben wir es Freitag, letzter Handelstag der aktuellen Handelswoche. Und wir werfen heute einen Blick auf das Währungspaar Euro, US-Dollar, dann natürlich auf die Indizes. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Ja, werden wir gleich sehen, aber ich bin mir sicher, hier, alle, die hier auch zuschauen, egal ob live oder... Im Nachgang über die Aufzeichnung. Da werden auch immer mehr Zuschauer gezählt. Da freue ich mich auch sehr drüber. Das zeugt für steigendes Interesse. Und äh, wenn da mehr Fragen auch sind, bitte einfach auf mich zukommen. Das können wir sehr, sehr gerne hier auch in die Sendung immer wieder ähm, mit einbauen. Und ich denke, diejenigen, die hier regelmäßig zuschauen, die werden wissen, was gestern los gewesen ist und was diese Woche eigentlich schon die ganze Woche los ist an den Märkten. Ziemliches. Hickhack obendrauf und äh, tja, es sieht nach deutlich tiefer Korrektur aus, aber warten wir mal die Woche ab und was dann nächste Woche kommt. Thema Inflation ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges. Da möchte ich nachher auch noch ein bisschen was zu sagen. Äh, auf alle Fälle ist die Sendung heute wieder gut mit Themen <laughs> gefüllt. Öl haben wir auch noch auf der Uhr. Ein paar Sachen, die man wissen sollte, habe ich hier wieder mal ein bisschen ins Potpourri auch oben aufgebracht. Aktuelle Dinge. Die wir hier erwarten sollten, was auch in Zukunft auf uns zukommt. Die Rallye geht ja weiter, auch wenn wir gerade ein bisschen zurückkommen. Aber wir haben ja gesehen, was hier an dieser Stelle auch passiert ist. Und wir schauen auch mal, was durch das Öl an den Märkten auch so ein bisschen mit verursacht wird. Das dazu. Ja, und ich würde sagen, wer hier Lust hat, die ein oder andere Frage zu stellen, bitte wie immer rein in die Chats. Ich sehe es schon auf Zoom. Das passt klassemäßig. Da kommen die Nachrichten zurück. Facebook, auch einen guten Morgen. Na wenigstens was. <laughs> Heute schläft Facebook so ein bisschen. Ähm, das passt. Äh, Zoom, ach herrlich, klasse. <laughs> ich habe so eine geile Community. Hier kriege ich auch gerade geschrieben, jeder Trader morgen wird von mir inspiriert. Ich hoffe doch immer gut. Das sind Inspirationen zum Positiven. Es gibt halt immer eine Menge zu tun. Äh, und deswegen liebe ich diesen Job auch so. Ja, da wird es nie langweilig. Irgendwas ist immer. Bevor wir hier nachschauen, was heute ist, da gibt es wie immer den Risikohinweis, ich bitte auch in Gänze zur Kenntnis zu, äh, zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel. Mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir und damit blicken wir mal auf die Tagesnachrichten für heute. Und da sehen wir schon, es gibt nicht wirklich viele Sterne. Gut und gerne drei Sterne heute, no way. Aber ein bisschen Nachrichten bekommen wir aus den USA am Nachmittag. Da gibt es den äh, Chicago Einkaufsmanager Index. Ist ja immer sehr, sehr wichtig zu wissen, was auf der Einkaufsmanager-Seite gemacht wird. Wir bekommen von der Uni Michigan die Konsumentenerwartung und das Verbrauchervertrauen. Und wie immer dann am Abend für diejenigen, die da drauf schauen, die COT-Reports rund um das Thema der Future-Märkte hier vertreten. Wie immer oder wie oft durch die spekulativen Nettopositionen im Öl. Aber es gibt ja eine Menge Futures, die hier äh, Betrachtung finden sollten: Währungsfutures, Rohstofffutures. Also da gibt es eine Menge, wo man durchaus drauf schauen kann und dann entsprechend seine einzelnen Handelsstrategien damit auch aufbauen kann. Also hätten wir das auch mit da. Und jetzt sehe ich gerade, jawohl, Facebook wacht auch langsam auf. Guten Morgen, Community. Auch ihr, wer Fragen hat, bitte rein an diese Stelle und wir machen hier weiter. Wir bleiben aber, bevor wir auf den Euro schauen, noch so ein bisschen auf der Nachrichtenseite unterwegs und wir schauen mal, was diese Woche so an Nachrichten kam, äh, die wir ja mehr oder weniger zwar gesehen haben, aber die Märkte wurden diese Woche doch durch deutlich andere Themen geleitet und zwar durch das Thema Zinsen und durch das Thema ähm, Covid-19 mit Johnson und Johnson. Da gab es ja die Meldung zum Vakzin, das hat dann für einen deutlichen Boost gesorgt, der aber im Anschluss wieder massiv abverkauft wurde. Und das ist halt auch so ein Thema, der Martin äh, und ich, wir haben das gestern auch besprochen, äh, beziehungsweise wir haben es ja auch hier auch bei der Besprechung vom Nasdaq gehabt, wann für mich hier äh, so ein bisschen Ruhe reinkommt, äh, die Marken. Wir sprechen das nachher aber alles nochmal ganz in Ruhe durch. Ähm, und damit können wir uns dann auch vorbereiten auf das, was kommen mag. Wir können schöne Sage ich mal, ähm, Muster beziehungsweise Level raussuchen, wo wir mit Unterstützungen rechnen können, und dort dann einfach zu schauen, ob tatsächlich Unterstützung reinkommt. Das machen wir dann gleich. Aber vorher entsprechend die Nachrichten im Überblick. Schauen wir, was diese Woche kam. Montag war auf alle Fälle mal ein guter Tag aus äh, Seiten äh, vom Thema Geschäftsklimaindex. Vom Februar, der ist hier angestiegen auf, auf was haben wir gehabt? 92,4. Jetzt musste ich mal auf den Spickzettel schauen. Erwartet war 90,5. Also, das ist doch deutlich positiv entsprechend gelaufen. Sieht man momentan im Index nicht, aber die Unternehmenslenker schauen einfach schon ein Stück weit in die Zukunft. Verbraucherpreisindex. War diese Woche auch ein wichtiges Thema und da gab es eine ziemliche Überraschung, auch hier in der Eurozone. Sprunghafter Anstieg. Ähm, die Prognose wurde allerdings getroffen. Nur das war schon mal eine Hausnummer von minus 0,3 auf plus 0,9. Das ist schon ein bisschen ordentlich. USA ebenfalls sehr positiv zum Thema äh, Verbrauchervertrauen. Da haben wir am Dienstag das Conference Board Verbrauchervertrauen bekommen. Erwartet waren eine Punktezahl von 90, also auch eine Steigerung zum vorhergehenden wurde sogar übertroffen hier auf 91,3. Ähm, auf Paul gehe ich gleich noch ein. Wir machen mal weiter mit dem BIP hier ähm, bei uns in Deutschland für das äh, vierte Quartal. Die Zahl ist grün, aber die reißt keinen vom Stuhl. 0,1 war erwartet worden, 0,3 waren es tatsächlich gewesen. Verkäufe neue Häuser in den USA, positive Zahl, 923.000, deutliche Steigerung zum Vorbericht und auch deutlich über den Analystenerwartungen. Ja, was, ähm, ja, sag ich mal, ganz anders gelaufen ist mit Blick auf die Analystenerwartungen und auch mit Blick zur Vorwoche, war das Thema der Rohöllagerbestände. Rohöllagerbestände, das ist auch ein Thema äh, zum Öl. Da hat Texas äh, eine ganze Menge äh, mit zu tun, aber dazu auch später noch mehr. Also wie schon gesagt, ähm, ja, es ist halt an dieser Stelle einfach so, ähm, der Ölpreis ist schon wichtig, ähm, aber die Rohöllagerbestände, ähm, die sind halt von gewissen Dingen abhängig und äh, der Winter und Texas, die haben da ihren, ihren Beitrag drauf. Aber ähm, ja. News dazu, in ein paar Minuten. Wir machen mit den Nachrichten weiter. Auftragseingang für die langlebigen Güter auch hier. Grüne Zahl, aber Rückgang zum Vormonat. Das heißt an dieser Stelle. Ähm es wurde nicht ganz so viel in die langlebigen Güter investiert. Das hängt ein bisschen ähm, mit den Schwankungen zusammen, die wir momentan um das Thema auch der wirtschaftlichen Erholung ähm, ähm, ja, sehen. Aber das äh, wird sich auch in den nächsten Monaten auch zeigen. Bruttoinlandsprodukt in den USA haben wir hier 4,1 Anstieg zum Vorbericht, aber etwas unter den Erwartungen, deswegen grün. Eine schöne Sache gab es bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Diese Zahl ist grün, das war eine, eine positive Sache. 841.000 waren es in der Vorwoche, 730.000 nur in der aktuellen Woche. Das ist schon mal eine positive Zahl. 838 hatten die Analysten erwartet, das heißt, das war schon eine positive Überraschung. Hat der Markt aber überhaupt nicht gespielt. Von der Seite her ist sie durch und die schwebenden Hausverkäufe, da gab es auch Rücksätze, aber da mache ich mir jetzt nicht so viel die Sorgen drum. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Paul. Paul, was hat Paul gemacht diese Woche? Wir hatten es ja gesagt, ähm, die Notenbanken in den USA oder die Notenbank, so rum, ja, die haben ja nur eine große, dann haben die noch äh, die kleineren für die Bundesstaaten, aber die für die USA, die Federal Reserve, ähm, ähm, Paul hat ganz, 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 ganz klar eins deutlich gemacht. Ähm, denen ist sehr wohl bewusst, was in den USA gerade los ist, ähm, wie die ganze Zinssituation auch ausschaut, ähm, wie das Thema Inflationsdruck auch ausschaut. Aber die äh, Fed und Paul hat auch ganz klar und deutlich gesagt, für uns steht erst einmal an erster Stelle, dass wir den Arbeitsmarkt in den Griff bekommen, weil es fehlen immer noch 10 Millionen Jobs im Vergleich zur Vor-Covid-19-Phase. Ja, das heißt, ähm, man ist zwar auf einem guten Weg, ja, aber ähm, schön ist anders. Wartet mal, ich muss mal kurz raussuchen, ob ich das auf die Schnelle hier finde. Wir haben ja die Zahlen vom Arbeitsmarkt bekommen. So, muss ich mal kurz schauen. Da haben wir das Ergebnis. Moment, was haben wir da? Die Beschäftigungsänderung. Nee, die will ich nicht haben. Ich möchte gerne haben. Wir gucken mal kurz. Ich muss mal kurz live eine Grafik raussuchen hier an dieser Stelle. Und zwar haben wir das ja diese Woche gehabt. Das war diese Woche. So, also, wo haben wir es gehabt? so 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 wir haben es doch gesehen am Donnerstag Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe da sind sie so und das ist halt das ist halt immer wieder schön äh, sowas zu sehen hier ich muss mal die Grafik kurz rüberholen hier das Ding gefällt mir da kann man sehr sehr schön sehen was hier an dieser Stelle wirklich auch los ist. Ich hoffe, man kann das im Video gut sehen. Hier hinten, na, da kann man schön sehen, wo die Zahlen mal waren und wo sie jetzt sind. Das ist schon heftig, wie der Rückgang auch gewesen ist, die Erholung. Aber wenn man einfach mal sieht, wo wir vorher waren und wo wir jetzt immer noch sind, da sieht man schon, äh, dass da noch viel, viel Weg zu gehen ist, bis man in einen Bereich reinkommt, äh, den die Fed entsprechend auch sehen möchte. Ganz klares Ziel wurde hier ausgerufen, Thema Vollbeschäftigung. Und das ist das, was Paul definitiv auch auf der Uhr hat. Und das Thema der Inflation, das ist was für den zweiten Teil nachher. Da habe ich ein paar Gedanken auch vorbereitet, da habe ich auch äh, die ein oder andere Frage bekommen hier äh, zum Thema äh, der Inflation und äh, der Möglichkeiten, hier an dieser Stelle äh, die Zinsen ähm, ähm, zu beeinflussen. Da kommen wir später drauf. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen braucht man das, weil dieses Thema spielt momentan der Markt ganz, ganz, ganz extrem. Denn ich hatte es schon gesagt, die technologielastigen Unternehmen, deshalb schmiert der Nestec auch deutlich mehr ab wie andere ähm, Indizes. Das ist natürlich eine ganz ganz große Belastung für die Tech-Unternehmen. Denn viele dieser tech-Unternehmen sind extrem hochkreditfinanziert. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, haben die natürlich ein Problem. Problem. Entweder die können die Zinsen nicht mehr bezahlen oder die Geschäftsergebnisse werden massiv negativ beeinflusst. Und das ist schlecht für die Kurse. Und deswegen ist hier ordentlich Risk-Off momentan dran. Man sieht das, wo das Geld momentan rausfließt. Das ist schon heftig. Und auf der anderen Seite, wer sind die Profiteure davon? Das hat man diese Woche auch gesehen. Ganz klar die Banken. Ja, die Banken profitieren von den steigenden Zinsen. Das waren ja immer die Leidtragenden ähm, von den niedrigen Zinsen. Jetzt steigen die Zinsen wieder und davon sollten die Banken auch profitieren. Die Frage ist halt nur, ähm, wie weit läuft der Zins voraus? Das ist das Wichtige. Das ist das, was man nicht so genau sagen kann. Ähm, und deswegen ist die Angst halt momentan wirklich so, so groß. Aber ob man diese Sorge jetzt schon so massiv haben muss oder ob das vielleicht wirklich nur temporär ist. Das wird sich zeigen, die FED geht auf alle Fälle aus, dass das Ganze erst einmal nur temporär ist. Mehr dazu allerdings nachher im zweiten Teil. Und wir schauen jetzt mal noch auf die Nachrichten für die kommende Woche, bevor wir hier endlich in die Charts auch reingehen. Wir sehen, wir bekommen einiges an Nachrichten am Sonntag und am Montag bekommen wir Einkaufsmanager-Daten aus China. Wir bekommen Einkaufsmanager-Daten am Montag aus der Eurozone, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus den USA. Am Dienstag gibt es die, äh, die Arbeitslosenzahlen hier bei uns ähm, in Deutschland und in Europa. Den Verbraucherpreisindex. Am Mittwoch geht es mit den Einkaufsmanager-Indizes weiter. Da das Ganze aus Großbritannien. Wir bekommen wie immer mittwochs äh, an dieser Stelle die ADP-Beschäftigungsänderung. Und wir wissen, was in diesen Wochen immer kommt. Na klar, am Freitag, wenn die ADP-Daten kommen, gibt es die Non-Farm Payrolls und am Donnerstag gibt es dann noch von den Briten den Einkaufsmanager Index fürs Baugewerbe. Das alles pickebacke voll nächste Woche. Also viele Manager Indizes, die wir hier bekommen nächste Woche, das wird spannend zu sehen, was hier an den Zahlen kommt, aber das Thema Arbeitsmarkt in den USA, das ist eines der wichtigsten Fakten, da schaut ja auch die Fed drauf und deswegen ja wird es echt spannungsgeladen in der kommenden Woche wieder. So, das ist das, was wir nachher haben. Thema BIP-Erwartungen in den USA. Da kümmern wir uns gleich drum. Zunächst erst einmal der Blick in die äh, Charts und zwar in den Charts. Allerdings jetzt nicht in Austral-Dollar, kann dollar -Kan dollar, -Kan -Dollar äh, schauen wir uns dann in Kürze auch nochmal an. Aber wir haben es ja gesagt, heute geht es zunächst erstmal um das Währungspaar äh, Euro-US-Dollar. Ich übertrage gleich auch mal noch den Bildschirm hier in Zoom, noch in voller Größe und HD. Da wurde mir gesagt, kann man die Zahlen besser lesen. Also ich hoffe, das passt so. Und wie schon gesagt, Wunschmärkte gerne rein in die Chats, dann kann ich das direkt mit angauen. Wir starten mal kurz durch, oder was heißt kurz durch? Wir starten jetzt überhaupt mal durch mit dem Währungspaar Euro-US-Dollar. Und was sehen wir denn da schönes? Wir sehen da schönes, Moment, ich muss mal kurz hier auf Entfernen drücken. Wir sehen eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Für alle, die die nicht sehen, zeichne ich sie kurz ein. Hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ich glaube, ähm, jetzt wird es deutlich oder jetzt ist es deutlich geworden, wo diese inverse SKS ist. Opala, Zeichentool, komm mal ran hier. Wir brauchen dich. Also, schaut es euch an an dieser Stelle: Schulter, Kopf, Schulter. Und gestern, zack, drüber. So, das war's. Die ist getriggert, ja. Die Frage stellt sich nur, was kommt nun? Denn wir haben die Formation da, Nummer 1. Was ist noch da? Wir haben ausgemessen die Entfernung von der Nackenlinie, die liegt so grob über den Daumen bei 1,2180 zum Kopftief, das hat man bei 1,1952. Backt man das obendrauf, hat man ein theoretisches Ziel, also mal laut Lehrbuch sozusagen ausgemessen von 1,24 grob 0,8 oben drauf. Das sind sozusagen mal die Chancen, die der Markt jetzt zur Oberseite hat. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig an dieser Stelle. So, jetzt kommt allerdings das riesengroße Aber. Was ist, wenn das Ding ein Fehlausbruch war? So, und damit müssen wir Händlerinnen und Händler jetzt leben, das Ganze mal mit aufzuschauen. Wenn wir uns mal kurz anschauen wollen. Ähm, wartet mal, ich glaube, ich habe auch eine Grafik dazu. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo die ist. Genau hier. Wartet mal. Folie 14. Lasst mich mal ganz kurz hier auf Folie 14 springen. Das ist er. So. Hier haben wir mal ähm, eine Grafik hinten dran gezeigt, ähm, wie sozusagen der Euro-US-Dollar sich entwickelt nach der Vereinigung ähm, sozusagen eines äh, neuen Präsidenten. Dass äh, diese gelbliche Linie ähm, ist äh, sozusagen der Durchschnitt, den wir hier gehabt haben. Ähm, und das ist das, was der Euro hier draus äh, sozusagen gemacht hat. Die, die Folie ist schon ein paar Tage alt, ne? die ist aus dem Januar. Ähm, aber wenn wir uns das mal anschauen, ähm, dann sehen wir halt schon, dass äh, der Euro das spielt, was der Durchschnitt entsprechend auch gemacht hat. Also, das äh, nur mal so ähm, zur, zur, zur reinen Information. Zu dem, was hier kommt. Also erstmal sozusagen ähm, der Schub nach unten. Und das ist ja auch das, was der Markt hier spielt. Es geht hier runter. So, jetzt haben wir allerdings das andere Bild noch. Ähm, und das ist das konfuse Bild, was vielen Tradern momentan so ein bisschen äh, wahrscheinlich die Überlegung schwer macht. Wie geht es denn hin? Denn wenn wir uns das mal anschauen, ähm, wir sind hier, wenn wir uns die Woche mal anschauen, in einem Aufwärtstrend verordert. Ganz, ganz klar. Der Aufwärtstrend ist korrigiert worden oder gerade in der Korrektur. Das Zwischentief haben wir hier unten drinnen stehen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen hier, äh, wir haben sozusagen, ähm, Moment, da brauche ich mal kurz die letzte Bewegung. Die haben wir da oben drinnen. Moment, so, dort. Also das, der Schub nach oben. Diese Bewegung ist gut korrigiert, mal locker zur Hälfte. Schöner Bereich, wo wir übrigens rausgekommen sind, auch ne? an dieser Stelle hier dieses Level, äh, um die 1,1950 bis 1,20. Das war ein schöner Kaufbereich, hier haben wir gleich auch Stärke reinbekommen. Und in diesem Zusammenhang hat sich halt diese Schulterkopf-Schulterformation entwickelt. Auch gebildet. Was wir hier sehen, ist zum einen natürlich die Chance. Diese inverse SKS hat zunächst erstmal gezeigt, jawohl, ähm, der Abwärtstrend, den wir hier sehen, der ist jetzt erstmal rausgenommen. Aber wir sehen halt auch, dass das Potenzial zur Unterseite noch da ist. Also ohne weiteres kann es jetzt erstmal auch noch ein Stückchen nach unten gehen. Und da kommen wir wieder zurück zur SKS, wie ich sie gerade gehabt habe. Wir haben zwar das Potenzial nach oben, aber der Ausbruch zur Oberseite hin ist komplett wieder abverkauft worden. Und das ist eher ein Zeichen von Schwäche. Und wenn wir uns jetzt mal äh, diesen Chart alleine hier, diesen Chart anschauen, dann sehen wir auch ganz klar, ähm, dass wir jetzt erst einmal den Rücksetzer haben. Ähm, das allerdings, der Rücksetzer, zwar ist ja relativ heftig, aber solange wie wir nicht unter das äh, Vortagestief, also Vorvortagestief hier, unter diese Kerze hier fallen, das ist das Level unten bei 1.21.09. Ich sah noch alles im grünen Bereich. Also, da können wir durchaus aus der Korrektur der untergeordneten Zeiteinheit die Oberseite wieder aufnehmen. Alles gut, alles im grünen Bereich. Aber kommt der Abverkauf, muss man einfach auch schauen, was haben wir hier? Da haben wir nämlich den Aufwärtstrend und zwar den kleineren. Moment, ich nehme euch den mal ganz kurz rein. Lower Timeframe, da ist er. Schaut mal. Und da haben wir ja die Situation, wir sind jetzt hier oben raufgelaufen. Das ist quasi der Bewegungsarm. Und der kann ja auch ohne weiteres hier unten in die 1,20, naja, ein bisschen über 2 ähm, ähm, korrigieren. Das ist das Auffanglevel da unten. Und das ist das, was wir jetzt auf der Uhr haben. Also die Entscheidung, ob wir jetzt tatsächlich nachhaltig drüber laufen oder nicht, die ist noch längst nicht gefallen. Wir hatten nur den Spike oben drüber, aber wir haben noch keine Fortsetzung vom Aufwärtstrend gehabt. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz in der kleineren Zeiteinheit an. Wir gehen hier mal in den vier-Stunden-Chart rein oder gucken uns uns im Stundenchart an. Wir gucken mal kurz, wo wir es besser sehen. Also die Entscheidung, welche Zeitgröße ich als untergeordnet nehme, fälle ich immer nach der Tatsache. Wo kann ich denn besser sehen, was der Markt hier macht? Und hier ist es für mich so ein bisschen momentan ähm, gut zu sehen im Vier-Stunden-Chart, aber äh, der Stunden-Chart ist ein bisschen entspannter, weil man da schon die Abwärtswelle hier sehen. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen mal in den Vier-Stunden-Chart rein, denn den habe ich auch für den Blogbeitrag heute genommen. Und da sehen wir ganz, ganz klar, der Markt ist hier schon nach oben in einem größeren Aufwärtstrend. Und jetzt kommt der Abverkauf. Und das ist jetzt das Thema, gerade was ich gesagt habe. Wenn wir uns diesen kleineren Trend mal anschauen hier. Dann sehen wir, der hat hier unten bei 1,20, 23 angefangen, sich schön nach oben zu schlängeln. Und zur Entscheidung, ob es einen nachhaltigen Ausbruch kommt oder nicht, wird sich dieser Trend sehr, sehr gut eignen. Denn bricht der unten weg, können wir das Thema erstmal vom, 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 vom Tisch lassen. Da ist das Thema Ausbruch aus dieser inversen SKS definitiv ein Fehlausbruch gewesen. Hält es aber, und der Markt dreht vorher um, und setzt sozusagen diesen, 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 diesen Aufgabe, bzw. diesen Aufwärtstrend hier fort. Mal gucken, ob man eingezeichnet haben, Also diesen hier. Setzt der das Ganze fort, dann haben wir schon durchaus die Chance, schön nach oben zu laufen. Und da ist jetzt das ganz Wichtige zu sehen. Jetzt mal bitte mit den untergeordneten, sozusagen mit den untergeordneten Zeiteinheiten arbeiten. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Denn für all diejenigen, die jetzt drauf schauen, wird die SKS, die Inverse, tatsächlich äh, gekauft. Oder abverkauft, spielt hier unten dieses Level, diese äh, 21,09, eine sehr, sehr große Rolle. Wir gehen mal kurz in den 15-Minuten-Chart rein, denn ähm, wird die abverkauft, geht der Trend zurück. Schaffen wir es aber vorher rumzudrehen und diesen, sage ich mal, Schub nach unten mit einem Aufwärtstrend rauszunehmen, dann ist das die Umkehr der Nachfrage und dann handelt man quasi mit dem 4-Stunden-Trend in Richtung der Aufwärtsdynamik und nutzt quasi das Ende der Korrektur, um in Richtung des 4-Stunden-Trends zu traden. Und man sieht ja auch im 15-Minuten-Chart schön, wie die Umkehr hier unten kam und der Markt schön nach oben tradet. Das ist mal so der Trend. Also hier die Bewegungsarme, die Korrekturarme, Bewegung, Korrektur. Ne? Das wird hier äh, von diesem Trendanzeigetool auch sehr, sehr schön äh, angezeigt. Und das ist übrigens genau der Punkt äh, an dieser Stelle, den man hier hat und den man durchaus äh, auf der Uhr haben sollte, um mal genau hinzuschauen, wie es läuft. Denn. Das Thema ähm, des, äh, der, des Ausbruchs nach oben, der Triggerung, äh, da haben wir schon ein paar schöne Anlaufpunkte auch auf der Chartoberseite drauf, die, äh, die man durchaus hier mit äh, auf der Uhr haben darf. Das heißt, schafft es der Markt? übers Vortageshoch drüber zu gehen und wir sehen hier, wo der Vortag gedreht ist. Nämlich das ist schon ein wichtiges Verkaufslevel hier oben gewesen, die Marke von 1,2220. Die hat ja in den vorangegangenen Besprechungen zum Euro US-Dollar schon des öfteren mal eine Rolle gespielt und ähm, das Ganze muss man auf der Uhr haben. Das ist jetzt die Gegenbewegung und wir wissen ja, der Euro US-Dollar ist immer mal ein bisschen stark um diese Kampfmarken läuft es drüber, dann wäre es ein sehr, sehr gutes Zeichen hier, diese Marke rauszunehmen. Und dann haben wir auf dem Weg zum Hoch, zum Jahreshoch auf 1,2350 in etwa Luft. Hier haben wir einen kleinen Anlaufpunkt noch, die 1,2285. Und dann können wir uns schon auf, auf die Oberseite sozusagen fokussieren. Also das ist mal das Potenzial, was wir hier an dieser Seite durchaus haben, wenn wir hier im intakten 4-Stunden-aufwärtstrend die Korrektur bekommen. Und dann nach oben laufen. Brechen wir allerdings unten drunter durch. Das heißt, wenn der Markt jetzt überhaupt nicht einsieht, nach oben zu laufen, sondern sagt, no way, wir wollen nicht den Euro US-Dollar Long, sondern man drückt eher auf den Verkaufsknopf und nutzt die höheren Kurse zum Ausstieg. Dann hier 1,2109. Fällt drunter, haben wir die Anlaufpunkte. Dann sieht es erstmal so aus, als wenn wir tiefer laufen. Nächstes Level 1,2091, dann hier unten dieser Drehbereich, wo wir auch schon zweimal ähm, einen, einen Wiederanstieg gehabt haben, die 1,2023 in etwa. Und wenn das auch nicht hält, dann sehen wir uns hier mit der 1,1952 konfrontiert. Und das äh, ist dann halt der Punkt, dass wir deutlich nach unten laufen sollten. So, und jetzt sehe ich hier ähm, auch in den, in den Chats schon hier die Frage oder beziehungsweise noch die Anmerkung, ähm, das sieht im DX ähnlich aus. Oder Fragezeichen. So, pass auf. Danke für die Frage. Das zeigt mir halt, äh, dass ich hier oder Sie hier an dieser Stelle wirklich mitdenken. Und das ist sehr, sehr schön. Denn ähm, wenn, man, wenn man mich fragt, ähm, ich meine, eine Sache, also das, was ich gleich sage, ähm, bitte, ähm, anhören, aber immer mach, immer schauen, was der Markt macht. Das ist, das ist extrem wichtig, weil das, das, was ich jetzt sage, ist meine Meinung. Das, was ich jetzt sage, sind meine Erfahrungen. Aber trotz, dass ich diese Meinung und diese Erfahrungen habe, ähm, heißt das nicht, dass ich das auch direkt trade. Ich trade immer, was der Markt macht. Meinungstrades äh, kommen bei mir nicht vor. Ich habe ich hab genug Schmerzen mit sowas gehabt. Ähm, deswegen äh, spiele ich äh, die Meinung nicht mehr, sondern wirklich das, was der Markt macht. Aber zur Planung ist es ja schon wichtig zu sagen, ähm, was erwarte ich denn äh, von den Märkten? Und wenn man mich heute fragt, ähm, ob ich den Euro ähm, oder den US-Dollar stärker sehe, sage ich ganz, ganz klar, es gibt für mich momentan relativ wenig Gründe, die für mich für eine nachhaltige Dollarschwäche sprechen, zumindest aus kurzfristiger Sicht. Das kann alles anders kommen, das ist ganz klar und wenn wir uns mal ganz kurz den US-Dollar-Future anschauen wollen, wir machen das einfach mal wie immer, hier ganz klar, Futures anklicken, dann die Währungen und dann den US-Dollar. So, jetzt mache ich das Ganze mal kurz in groß hier. Ähm, ich hoffe, man kann das dann gut erkennen. Ähm, passt auf, wir sind hier in diesem Markt immer noch in einem kleinen Aufwärtstrend drinnen. Äh, beziehungsweise in einer sehr, sehr entscheidenden Phase. Wir haben hier das Level um die 90. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ähm, die Aufwärtssequenz läuft nach oben. Ich skizziere es einfach mal kurz an, was ich damit meine. Und zwar die Tatsache, jetzt ist mein Zeichentool weg dort also die Tatsache was wir hier unten sehen ist äh, ganz klar und deutlich schaut mal hier wir haben jetzt hier im Kleinen so ein bisschen nach oben getrendet bis dahin dann gab es jetzt hier einen Rücksetzer so bis darunter das ist also wenn man das mal so sehen will auch in irgendeiner Art und Weise eine Schulterkopf Schulterformation und zwar äh, entsprechend die äh, normale wo man dann fallende Kurse mit betrachtet aber ähm, die Verordnung dieser SKS gefällt mir persönlich überhaupt nicht äh, für die Schutzseite. Genauso wie mir momentan die Verordnung der SKS, der Inversen im Euro-US-Dollar für die Long-Seite nicht gefällt. Aber das ist meine persönliche Meinung, ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Markt eher die Unterseite im Euro-US-Dollar sucht, beziehungsweise im US-Dollar auf der Oberseite, rein aus fundamentaler Sicht. Wie schon gesagt, ähm, es hängt und steht alles damit, was aus diesen Nackenlinien wird, werden die doch gekauft, beziehungsweise hier im US-Dollar verkauft, dann sieht die Unterseite natürlich verlockend aus im US-Dollar und das würde dann. Dann den Euro US-Dollar natürlich nach oben bringen, ja. Aber solange wie die Entscheidung um dieses Level hier unten um die 90 89 90 hier in diesem Bereich ähm, nicht gefallen ist, haben wir keine nachhaltige Entscheidung. Und ich weiß, das ist schwierig, gerade für die Swing Traderinnen und Swing Trader ähm, da geduldig zu sein. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Aber es ist einfach wichtig, dass man hier drauf schaut, für die kurzfristigen Trader ist das eine ideale Spielwiese. Ich habe es ja gerade gezeigt äh, im Euro-US-Dollar, äh, was, was ich hier an dieser Seite auch auf der Uhr haben würde. Ja? Und äh, deswegen die kleinen Zeiteinheiten sind was anderes als die größeren. Aber genau das, äh, was hier der, der DX sozusagen macht oder der US-Dollar ist, dass die Stärke auch so ein bisschen wieder dort unten in diesem Level reinkommt. Genauso wie hier im Euro-US-Dollar um die Nackenlinie auch immer mal wieder die Schwäche reinkommt. Und ähm, das ist halt so dieses diffuse Bild. Aber jetzt kommen wir mal kurz zurück, warum ich persönlich eher sehe, dass der Dollar stärker werden müsste. Eigentlich. Das hängt damit zusammen, dass momentan äh, die USA deutlich besser aus der Krise rauszukommen scheint. Die werden deutlich besser geimpft und wir wissen ja an dieser Stelle deutlich bessere Impfung bringt äh, ein Land näher in den Immunitätsstatus. Das ist halt wichtig für die wirtschaftliche Erholung. Dann gibt es mehr Lockerung, dann geben die Leute früher ihr Geld aus und das wird dann die Wirtschaft stützen, das wird das BIP stützen. Das ist das eine, das ist für das Wirtschaftswachstum wichtig, dass die Leute auch wieder in Arbeit bekommen, dass die Einnahmen oder die Einkommen der Bürger steigen. Dann kann auch die Preiserhöhung für viele, viele Güter, die jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch anstehen werden, ähm, das ist dann wirklich ein Thema. Da kann man dann sagen, okay das ist halt tatsächlich etwas, ähm, wo man dann an dieser Stelle äh, den, den Markt lesen kann und sagen kann, okay, wenn mehr Leute Geld verdienen, dann kann der Preis auch steigen, ohne dass das die Wirtschaft gleich abwirkt, wenn das keine extremen Preissteigerungen sind, ja. Das ist auch wieder so ein Punkt. Und das nächste, was an dieser Stelle kommt, ist das Thema der Zinsen. Wir wissen es ja inzwischen, die Zinsen steigen an. Nachher noch ein paar Worte dazu mehr. Ansteigende Zinsen sind dann halt dazu da, dass die Renditen in den USA, also das Geld, was man als als Investor verdienen kann am Zinsmarkt in den USA, doch interessanter ist für den einen oder anderen ähm, Investor äh, als zum Beispiel in einer anderen Währung. Und da wird dann wieder die Nachfrage nach dem US-Dollar erhöht. Und wir wissen ja, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen auch die Preise. Also allein diese Themen, die sind schon sehr, sehr wichtig dafür, dass der Euro-US-Dollar eher die Unterseite sieht, weil der Dollar. Dadurch eigentlich gestärkt werden müsste, wenn es mit normalen Dingen zugeht. Ja, und nicht die großen Investoren dann sagen: Naja, wir kriegen zwar in den USA bessere Zinsen als in der Eurozone, aber ach, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Ne? Wir bleiben mal bei den niedrigen Zinsen, wir lassen das mal weg. No way, ich glaube nicht. Die wollen Geld verdienen, Geld regiert die Welt und das Geld findet immer den Weg an die lukrativsten Stellen. Und deswegen gehe ich persönlich eher davon aus, dass wir hier einen etwas stärkeren US-Dollar zumindest zeitnah sehen werden. Aber wie schon gesagt, wir müssen sehen, was die Märkte spielen. Momentan ist da ganz klar. Noch keine Entscheidung getroffen. Ich hatte ja auch schon etwas über den Super Superzyklus im Euro-US-Dollar gezeigt, dass wir durchaus auch eine Fortsetzung der Situation zur Oberseite bekommen können. Die Frage ist aber halt einfach nur. Kriegen wir die jetzt schon oder wird es noch ein bisschen dauern? Denn wir haben ja gesehen, dass äh, der langfristige Chart hier mal, der Wochenchart, dass der momentan einfach in der Korrektur ist ähm, und durchaus noch ein Stückchen tiefer laufen kann. Wenn wir hier allerdings jetzt mit Kursen unter 1,19,52 einen Abwärtstrend auf Wochenbasis bekommen, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Also das so ein bisschen rundrum zum Thema entsprechend Euro, US-Dollar als klassische ähm, Währungspaarung, Währungsstrategie hier. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurück in den 4-Stunden-Chart kommen. Wir sehen es halt. Wichtiges Faktor hier. Bitte aufschreiben. Hier unten das Zwischentief 1,21,09. Das ist wichtig. Wenn das hält und wir dort nach oben laufen, dann könnte es kurzfristig zur Oberseite raufgehen. Und wenn wir jetzt mal einfach den Weg für die Kurzfrist-Trader hier, die die Volatilität nutzen wollen, nach oben hin sehen, also vom Hoch hier oben bis zum aktuellen Tief, hier nochmal kurz in die 15 Minuten rein. Ähm, da möchte ich ganz kurz mal die Anlaufpunkte bringen hier an dieser Stelle und da haben wir sie. Also wenn wir jetzt sozusagen hier ähm, nach oben laufen, Anlaufpunkte hier 1,21,60, dann hier oben rum das Doppeltop um die 1,21, ein bisschen über 80. Dann haben wir hier oben noch ein kleines ähm, Zwischenhoch im Trendverlauf, die 1,21, äh, naja knapp 3,90 und dann können wir schon oben in die 1,22,20 ranlaufen. Also da haben wir schon ein bisschen was da, äh, was entsprechend aufhält und äh, das ist gut. Und gerne möglich. Kommt das allerdings nicht in Frage, dann muss man schauen, wie es hier weitergeht. Aktuell, wie schon gesagt, sieht es eher nach Schwäche aus. Das zum Währungspaar Euro-US-Dollar. Wir haben hier noch eine Frage zu den Währungen und zwar Euro-Britisches Pfund. Das gehen wir gleich an und dann wechsle ich mal zu den Indizes. Und ähm, wie schon gesagt, wenn Fragen sind, auch zum Thema Rohstoffe zum Beispiel gerne direkt mit raus. Zunächst erstmal der Blick in das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Im großen Bild haben wir das ja schon gehabt. Der massive Abverkauf hier unten rein. Die Woche hat den wichtigen Bereich von 0,86, was haben wir da? Jetzt muss ich mal näher rangehen. 0,86, 85 in der Vorwoche rausgenommen. In dieser Woche gab es eine massive Übertreibung nach unten hin. Oder was heißt Übertreibung? Eine Ausdehnung der, der Abwärtsbewegung, so kann man es auch nennen. Die man hier an dieser Stelle hat. Und das können wir sehen. Und interessanterweise muss man mal schauen, guckt euch mal ganz genau an, wo der Markt plötzlich wieder mit Kaufstärke reingekommen ist. Genau hier in diesem alten Kauflevel. Das ist doch mal eine wichtige Hausnummer. Ne? Das sehen wir. Dass diese Marke immer wieder funktioniert und wir hier an dieser Stelle natürlich ganz klar und klassisch von unten das Kaufinteresse gesehen haben. Kommen wir jetzt allerdings mal kurz zurück in den Tageschart. Ähm, da sehen wir, dass wir hier im Abwärtstrend verortet sind. Das ist ja auch logisch. Ne? Wir haben ja gerade die Woche auch gesehen, da brauchen wir ja nicht viel diskutieren. Hier sehen wir. Auch diesen massiven Schub nach unten. Äh, die große Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wie weit kann die Gegenbewegung laufen? Und da gucken wir wie immer, äh, wie wir das hier immer machen, einfach mal auf das, was wir äh, in den in den entsprechenden, äh, wartet mal kurz einen Augenblick, alles aufheben, was wir in den entsprechenden Trendverläufen drinnen haben. Äh, und da müssen wir uns nur mal kurz äh, verdeutlichen, wo der letzte Ausbruch kam. Und da haben wir schon das erste Widerstandslevel und zwar hier unten in diesem Bereich. Hier hat sich dieser Abwärtstrend nach unten fortgesetzt. Wartet mal mal gucken, das müssten wir im Lower sehen. Genau, also hier dieses Level grob um die 087,38, äh, das wäre mal der nächste Anlaufpunkt. Das ist dann auch schon eine deutliche Korrektur der letzten Abwärtsbewegung. Es ist nach oben hin allerdings auch noch ein bisschen Platz. Wir sehen es hier oben noch aus der letzten Chartbesprechung, das Widerstandslevel um die, naja, knapp 0,88, das ist ja auch immer noch da. Das ist das letzte Zwischenhoch und da ist halt die Korrektur dann auch zu Ende und erst da können wir davon ausgehen, dass wir hier nach oben weiterlaufen. Lasst uns mal kurz einen Blick für das Kurzfristige schauen. Wir gehen mal kurz in den Stundenchart rein, um diese Abwärtssequenz der letzten Tage mal etwas genauer zu sehen. Da müssen wir hier mal ein bisschen kleiner machen. Ähm, da sehen wir schon, was noch... An Anlaufpunkten da ist. Also, wie schon gesagt, auch hier sehen wir natürlich die. Die 0,87, knapp 38 als das große Ausbruchslevel. Das sehen wir hier im kleinen Verlauf. Hat hier drüben auch schon mal als Widerstand gegolten. Ganz wichtig, wenn wir hier wieder Schwäche reinbekommen und die Umkehr sehen, wäre das ein Umkehrsignal, wo wir dann hier die Umkehr der Nachfrage haben und wir die Unterseite wieder anlaufen können. Ansonsten nimmt der Markt diese Marke raus. Ist hier relativ wenig bis zu diesem Zwischenhoch bei knapp 0,88 da, was aufhalten kann. Ein kleiner möglicher Bereich wäre noch hier äh, dieser Dreh. Punkt, als wir hier in diese Abwärtsphase reingelaufen sind. Wartet mal, ich gehe mal kurz rein, ob wir es hier sehen können. Genau, also als wir hier quasi ähm, abgeprallt sind, das erste tiefere Hoch gemacht haben und dann sich hier dieser Trend nach unten neu gebildet hat. Also hier gab es die kleine aufwärtstrendige Phase. Ja, das hätten wir dann da und dann ging es hier wieder schön nach unten. Das ist hier die 0,87, ein paar, eine 50. Da ist noch ein kleiner Anlaufpunkt. Also ich würde jetzt die Sache mal so lesen, das, was wir hier haben, ist schön die korrektive Phase. Wenn der Markt hier rumdreht, dann die Unterseite beleuchten. Ich denke mal, das wäre dann eine Umkehr der Nachfrage aus einer schönen, tiefen Korrektur raus. Äh, mal kurz gesehen noch auf dem 15-Minuten-Chart hier. Haben wir den Trend nach oben laufen? Und wenn dieser Trend bricht und das Level, das Bruchlevel haben wir momentan hier unten liegen in diesem Bereich, das ist das wichtige Level. Wenn wir da drunter fallen aus technischer Sicht, haben wir jetzt gerade ein neues Hoch gemacht. Das heißt, dieser Bereich hier unten ist tatsächlich auch äh, der Bereich, den wir brauchen, um die Planung zu machen. Hier unten fallen wir hier unter die 0,87. Äh, dann ist dieser Trendarm erstmal gebrochen und das wäre dann mal der Start der Abwärtsphase. Wer da auf Nummer sicher gehen will, wartet, bis sich ein Abwärtstrend entwickelt hat und dann die Unterseite zu beleuchten. und Der Blick in das Kleine mit rein hier ähm, an dieser Stelle, ich mache es mal ganz kurz hier, kurzen Augenblick. Äh, da haben wir natürlich ganz, ganz klar auch ein paar schöne Anlaufmarker, die wir planen können, nach unten hin im kurzfristigen Bereich und da die schönen Zwischenhochs hier zu nehmen. Das heißt, das wäre mal hier das Low um die 0,86, 71, 72 in etwa. Dann natürlich hier dieses Drehlevel, was wir in den 15 Minuten auch sehr, sehr schön sehen, die Marke 086 55. Und dann kommen die zwischenlos. Hier die 086 28. Dann haben wir hier unten liegen die 085 ähm, 96 97 in etwa. Dann hier unten das nächste schon da, die 085 86 und dann ganz hier kurz vor diesem größeren Support-Level die das erste Zwischentief aus der Aufwärtssequenz hier bei 0,85 knapp 58. Das sind mal so die Drehpunkte. Und wenn wir tatsächlich die Umkehr sehen sollten, sind das halt gute Marke für Absicherungsorders. Und wir wissen ja, jemand, der eine Long-Position hat und eine Absicherungsorder im System hat, hat eine Verkauforder. Und wenn hier der Flow durch den Verkaufsdruck nach unten läuft, haben wir ganz klar die Umkehr und das können wir an dieser Stelle sehr, sehr schön mitnehmen. Und dann kommt jetzt hier noch eine Frage zum Euro-US-Dollar reingeflogen. Ähm, auch da ganz klar der Blick ins Bild, die heftigste. Phase nach oben hin, die wir hier seit einer ganzen Weile gesehen haben. Wir hatten so einen massiven Schub schon mal hier drüben im Mai letzten Jahres. Jetzt haben wir den mal wieder gesehen und wir sehen, wie wichtig hier der Blick in die Auffanglevel bzw. Widerstandslevel ist. Wir haben das hier besprochen. Euro, Schweizer Franken ist noch drinnen. Der Bereich hier oben um die 1,10,30 bzw. bis 1,10,60 hoch. Ähm, äh, da haben wir ganz, ganz klar oben drauf äh, den Deckel gehabt und wir sehen, wo der Abverkauf herkam. Und, ähm, die Frage, die sich jetzt hier ergeben hat, wo geht es hin? Ich nehme mal an, äh, die Unterseite wird hier auch betrachtet mit, weil nach oben hin haben wir hier ein paar schöne Anlaufmarker noch mit drauf. Da können wir viel planen, aber wir sind hier gerade in der korrektiven Phase und das Ganze schauen wir uns mal kurz im Stundenchart an. Und da sehen wir ganz klar, der Bewegungsarm ist gebrochen und zwar der wurde gebrochen, als wir hier unten unter dieses Level drunter gelaufen sind, also hier unter die Marke von 11007 gefallen sind oder 06 gefallen sind. Anlaufmarker haben wir hier unten drin noch schön liegen die sind aus der letzten besprechung noch drinnen im chart da sieht man mal dass sowas auch häufig nachhaltiger ist und nicht hier nur fünf minuten wirkt ähm, deswegen mache ich das auf den einheiten hier dass das jeder auch umsetzen kann wenn er möchte Anlaufmarker hier die 109, ähm, knapp 7. Die Zwischentiefs hier 109, ähm, knapp 3. Dann haben wir hier die 108, äh, 75 in etwa. Das sind mal so ein paar Anlaufmarker zur ähm, Unterseite hin. Und das wäre dann wirklich interessant. Das wäre dann eine schöne tiefe Korrektur. Mit Blick auf den Tageschart haben wir hier natürlich ähm, auch noch ein bisschen mehr äh, zur Unterseite hin. Das heißt, wir müssen mal schauen, hier unten, ähm, wenn diese Marker alle wegfallen. Wenn wir uns mal den Aufwärtstrend hier anschauen wollen, der da drinnen liegt, äh, wissen wir auch, wo der letzte Kaufbereich ist. Und man muss sich halt an dieser Stelle äh, wirklich fragen, ist denn das Potenzial überhaupt vorhanden? Aber rein technisch ja, natürlich, wenn wir mal schauen, hier ähm, der kleine Aufwärtstrend, der hier lauf, raufgelaufen ist und sich so dynamisch nach oben hin gesteigert hat. Rein aus trendtechnischer Sicht, ja, hier unten äh, um die Marke von oder unter der Marke von 1,08, äh, was haben wir hier, 40 in etwa, da ist das Ausbruchslevel. Das, das Ding kann fallen, 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 extrem tief. Deswegen ist die Unterseite halt so wichtig und auch so interessant zu schauen, was wir hier an dieser Stelle haben. Also da ist viel Luft nach unten und wenn es der Markt tatsächlich spielt, why not? Ne? Die Chancen auf der Unterseite sind auf alle Fälle da. Das wäre es hier zu den Währungen und jetzt kommen wir, wie ich das auch angesprochen hatte, äh, zu den Indizes. Bei den Indizes gibt es auch schon noch eine Frage und zwar eine Frage zum NASDAQ. Das ist also ein Index, der ist für viele sehr, sehr interessant. Den schauen wir uns natürlich auch noch an. So, also, Indizes. Ähm, ja, <laughs> wo wir schon die Frage zum NASDAQ haben. Fangen wir doch einfach mal beim NASDAQ an. So, US Tech, das Kürzel hier an dieser Stelle. Ja, gerade wieder gesehen hier Widerstand, nein, Unterstützungsbereich äh, bei 12.735. Das Ding zählt. Das ist irre. Ja, der findet immer wieder Nachfrage. Also. Hier gibt es schon sehr, 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 sehr starkes Kaufinteresse um dieses Level rum. Ne? Wir sehen es ja hier hinten. Da war das schon ein sehr, sehr starker Support. Hier wieder rauf, hier runter, rauf. Hier gestern runter, heute Nacht kurz drunter, jetzt wieder nach oben rauf. Wir haben aktuell extrem hohe Volatilitäten hier im NASDAQ drinnen liegen. Und naja, was soll ich sagen? <laughs> Naja, wir sehen ja hier aus der letzten Besprechung auch, die grünen Linien sind die untergeordneten Level, äh, die alle nach unten abgefrühstückt worden sind. Ähm, durchweg der Verkaufsdruck ist schon massiv da. Und das ist halt das Thema, das sehen wir hier immer wieder. Und wenn wir uns den Nasdaq mal kurz anschauen wollen, ich, ich lasse die ganzen Linien da oben mal eben kurz drinnen liegen. Ich hoffe, das stört nicht zu so stark in der Chartbesprechung. Ähm, aber die Seite, die wir jetzt hier besprechen wollen, ähm, da sind nicht so viele Linien drinnen. Äh, die kommen hier drüben. Und da müssen wir einfach mal schauen, was denn da ist. Denn wir haben es ja gesehen, ähm, die 12735, die sind jetzt tatsächlich technisch gebrochen worden. Ähm, aus rein technischer Sicht haben wir jetzt auf Tagesbasis im NASDAQ äh, einen Abwärtstrend. Ne? Also der Zacker hier, der ist untergeordnet. Ja? Aber das, was wir jetzt hier sehen, ähm, ist tatsächlich die Situation, dass wir einen aus, wie schon gesagt, technischer Sicht und ich betone das beim Nasdaq äh, immer <laughs> extra mit der technischen Sicht, äh, weil äh, das Ding ist einfach äh, so heftig und hat uns so oft gezeigt, äh, dass das äh, trendtechnische egal ist. Ähm, wir haben hier die Situation, der Abwärtstrend ist da und der ist nun mal jetzt richtungsführend, aber da kommt es wieder zum Thema der Verortung. Ähm, wo der entstanden ist, und das ist halt hier dieser Kaufbereich. Wird der aber wirklich abverkauft, ja, dann müssen wir uns auf der Unterseite beschäftigen. Ob es um weiterer Abverkauf äh, kommt, ich würde mal vermuten, wir sind hier noch nicht fertig, ähm, weil die Zinssituation definitiv noch nicht ausgestanden ist. Äh, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ähm, was auf alle Fälle ist, äh, guckt euch mal die Tageskerze von gestern an. Ja, also das, das war schon äh, brutal. Und da würde es mich nicht wundern, wenn wir hier einfach einen Aufkauf sehen. Den Weg nach oben, eine Gegenreaktion und dann erst den nächsten Schub nach unten. Das wäre zumindest mal etwas, was ich so ein bisschen erwarten würde, weil auch ganz, ganz viele Händler, äh, die hier die Unterseite mitgenommen haben, ähm, stehen jetzt vom Wochenende natürlich auch irgendwo vor der Situation. Ob man übers Wochenende nicht vielleicht Nachrichten bekommt, die die Situation komplett neu ausrichten könnten. Und ich sage es noch dazu: zwar sind wir hier unten drunter gelaufen, unter das letzte kleine Trend T4, aber diese Zonen werden halt ganz, ganz oft einfach angesucht und nach oben gelaufen. Also da ist schon einiges auch an Potenzial zur Oberseite, zumindest kurzfristig da. Fällt es allerdings weg, und das ist ganz, ganz klar, müssen wir die Unterseite betrachten. Nächster großer Auffangbereich, großes Kauflevel wäre mal hier als wir über diese 12.465 in etwa ausgebrochen sind. Das ist ein starkes Kauflevel. Und darunter haben wir dann noch die Aufwärtssequenz von unten drunter. Also hier ist ja auch einiges zusammengeflossen. Das sind also viele verschiedene Trendgrößen, die hier auch zusammenfließen. Das ist ein Thema 12.250. Also das wären für mich mal die nächsten Anlaufmarker, die wir hier an dieser Stelle haben. Und das ist auch der Bereich. Aus der rein technischen Sichtweise, wenn wir mal hier oben vom Hoch nach unten hin ausmessen, bis sozusagen hier unten rein, wo das gekommen ist, und das unten draufsetzen, dann sehen wir schon ganz klar, ist alleine das Potenzial aus dieser Bewegung, wenn der Markt das echt spielt, unten der Bereich um die 12.250 aus klassischer technischer Sicht durchaus drin. Gehen wir mal kurz noch in den Stundenchart rein und... Ähm, ich hoffe mal, dass sich jeder noch an die Trendbesprechung erinnern kann, äh, die wir hier gehabt haben. Ähm, warum hoffe ich das? Weil wir hier die, die Wichtigkeit der Marke um die 13.340 ähm, beleuchtet haben. Und wir sehen, äh, wie wichtig das Ganze ist. Äh, und wir sehen halt auch, was der Markt dort oben macht. Und ich hatte ja auch gesagt, diese Situation hier oben, wir sind zwar hier schön, nach oben gelaufen ähm, und ich weiß, dass das für viele sehr verlockend ist und ich sage an dieser Stelle auch nochmal, für die kurzfristigen Intraday Trader, hier diese blaue Linie, die ich nach oben gezeichnet habe, das ist ein ideales Spielfeld für die, ja? aber es ist halt auch einfach so, dass man im Mittelfristbereich halt sich nicht auf sowas fokussieren sollte, sondern auf das, was hier von oben nach unten kommt. Und aus aktueller Sicht war es halt so gewesen, die 13,340 waren der große Widerstandsbereich. Und solange man dort nicht drüber geht, braucht man sich mit diesen übergeordneten Anlaufleveln nicht zu befassen. Das ist eher die Unterseite. Und wir haben ja hier gesehen, Leute, es ist ja noch drin, das ist so wirklich original. Ähm, seit der letzten Besprechung, ich habe da nichts gefummelt. Dieses Level hier ist das starke Umkehrlevel. Das wurde abverkauft und dann ist der Markt wieder in einen Abwärtstrend gegangen und das ist jetzt tatsächlich interessant und wenn wir hier mal kurz schauen wollen ähm, sozusagen die Oberseite uns mal anschauen wollen wo das nächste Anlauflevel liegt aus rein technischer Sicht ich ziehe mal ganz kurz hier so eine Marke noch mit nach unten da müssen wir noch mal eine Zeiteinheit kleiner gehen damit wir es ein bisschen besser sehen schaut mal hier dieses Level an diesem Punkt Moment habe ich hier eine rote Linie irgendwo ne Moment wir machen das mal kurz rot beziehungsweise Magentafarben ist ja untergeordnet. Das ist jetzt der nächste Anlaufbereich, der aus charttechnischer Sicht sehr, sehr wichtig ist. Heißt, hat hier irgendwo das Drehlevel um die 12.965-Punkte-Marke. Ähm, da sollte der Markt sich mal irgendwo entscheiden, ob er tatsächlich nach oben laufen möchte ähm, oder nicht. Dazu ist es jetzt zunächst notwendig, hier drüber zu laufen. Also, wenn wir jetzt tatsächlich hier oben über diese 12.873 drüber laufen, wäre zunächst erst einmal dieser Abwärtstrend hier, der kleine, beendet. Und wir haben so ein bisschen Chance, dass das, was hier als leichter aufsteigt, Sequenz angefangen hat, sich nach oben ausweitet und das Ganze dann quasi nach oben hin mit wegnimmt. So, jetzt wird es aber mal für mich Zeit, diese Linien hier rauszulöschen, denn die sind hier völlig verkehrt. Wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was nach oben kommen kann. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine starke Gegenbewegung sehen und gerade auch bei den hohen Volatilitäten, die wir momentan haben, dann müssen wir schauen hier die Anlaufmarker. Oben die 13.025 äh, und dann an dieser Stelle hier dieser Verkaufsbereich bzw. kleines Zwischenhoch hier. Das hat eine Berechtigung gehabt, sage ich mal grob, 13.160 Zähler. Und dann sind wir schon mit Blick auf den Chart oben rein hier oben in dieses Schwunglevel unterwegs um die 13.290. Bitte hohe Volas haben wir momentan und aus Grund der hohen Volas, ist sowas durchaus im Bereich des Möglichen. Ja? Das ist mal hier der Blick in den NASDAQ. Und damit schauen wir mal noch auf die anderen Indizes. Und zwar hier gehen wir mal eben noch durch. Wir gehen mal auf den stärkeren US-Index. Und zwar ähm, ist das hier der Dow. Ja? Das ist ja hier, der ist, äh, ich habe da diese Woche gedacht, äh, oder äh, ja, ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich das gesehen habe. Ähm, Moment, hier räume ich mal wirklich ein bisschen auf. Das war für mich irre zu sehen, was da passiert, aber man hat halt ganz klar die Stärke gesehen, die hier in diesem, in diesem Index auch drinnen ist. Und diese Stärke, die darf man halt nicht wegdiskutieren. Und das ist halt auch der Punkt gewesen, wo der Ausbruch oben drüber kam. Und wir sehen halt hier auch, was passiert. Der Markt ist hier hochgelaufen, aber, und auch das war das aber, und deswegen habe ich meinen Augen hier nicht getraut und ich habe mich auch gar nicht getraut quasi an die Nachhaltigkeit dieser Aufwärtsbewegung zu glauben, denn rein aus, äh, sag ich mal, den Dingen die hier im Chart passiert sind ähm, haben wir hier oben einen Deckel drauf gehabt und ähm, unten äh, fallende Tiefs äh, und was heißt das denn mit diesen fallenden Tiefs, wir haben zwar immer beide Dip gehabt, aber wir haben hier abfallende Tiefs gehabt das heißt, äh, fallende Tiefs heißt halt, die Händler kommen immer später und kaufen auf und das ist eher ein zeichen von unsicherheit ja aber aus rein, aus rein ähm, schadtechnischer sicht haben wir es jetzt tatsächlich so wir haben hier quasi die korrektur im aufwärtstrend gehabt und haben dann sozusagen den aufwärtstrend nach oben hin fortgesetzt sind also hier jetzt auch immer noch in einem Aufwärtstrend verortet, sogar im, im, im Tageschart sozusagen. Zwar sind wir hier leicht runtergelupft, aber ähm, es ist ja da, also die Sequenz ist da schon da. Auch hier ist es jetzt natürlich wichtig, was passiert. Und ähm, das ist halt diese große Stärke. Und deswegen habe ich gesagt, ich traue da meinen Augen überhaupt nicht. Und dieses Level, was wir hier unten oder oben haben, so der Drehbereich um die 31.200-Punkte-Marke, also das, was wir hier drüben haben, ist halt momentan immer noch der große Kaufbereich. Und wenn der hält. Ja, dann könnte es durchaus nächste Woche wieder nach oben gehen. Aber auch hier, wie ich das gerade ähm, auch ähm, im, im NASDAQ gesehen habe oder gesagt habe, da, der liegt ja auch an einer so wichtigen Schwelle. Werden hier im DAO die 31.200-Punkte-Marke abverkauft, dann muss der Markt ganz klar die Unterseite suchen oder dann wird der Markt die Unterseite suchen. Äh, und auch hier. Ähm, sehen wir, da ist verdammt viel Luft zur Unterseite rein. Ja? Also, wenn wir uns mal hier äh, diesen großen Chart anschauen wollen, hier an dieser Stelle, ich mache es mal kurz ein bisschen kleiner, das ist die Marke um die 29.500 Punkte. Da sind wir, ja nach unten hin. Ich will jetzt nicht sagen im freien Fall, aber auf tagesbasis ist da nichts. Und weil da nichts ist, habe ich hier mal untergeordnet den Trendverlauf angezeigt. Also wenn wir uns das Ganze mal noch kurz auf der Stunde anschauen wollen, ähm, da sehen wir das Ganze ein bisschen besser und da sehen wir auch den Druck, den der DAU momentan auch hat. Ja? Also die anderen Indizes äh, sind genauso unter Druck. Äh, der DAU natürlich auch, der entzieht sich dem Ganzen nicht. Aber das ist mal die Aufwärtsphase, die wir hier haben. Und wenn wir hier unter dieses Level, dieses Auffanglevel um die 31.2 runterlaufen, dann sind die nächsten Anlaufpunkte mal hier, wenn wir mal die Zwischentiefs sehen wollen. Hier die Marke um die 30.500 Punkte. Selbst hier im Stundenchart ist da nicht wirklich viel, wo man sieht, hier haben die Händler mal inne gehalten und haben dann eine neue Aufwärtsphase gestartet. Das ist schon schwierig. Und das muss man hier sehen. Und wie schon gesagt, hält dieser Unterstützungsbereich, dann kann man sich durchaus ein bisschen, zumindest kurzfristig, auf der Oberseite orientieren. Hier im DAO, hier mal dieses kleine Zwischenhoch bei ungefähr 31.500 Punkten oder 486 dort drüber. Und dann haben wir hier oben noch den nächsten Anlauf, das nächste Anlauflevel, das kleine Zwischenhoch hier oben. Hier haben wir es also auch ungefähr die 31.700, das Hoch. Wenn man es mal genau sehen möchte, ist bei 31.490. Ähm, Nein, halt, das ist die falsche Kerze. Mensch, das ist so klein hier, das sehe ich gar nicht. Hier, dieses hoch da oben, das ist das Level von 31.681. Äh, also hier oben, das wären mal Anlaufpunkte auf der Oberseite, wenn man schön eine Erholung. Zur Oberseite hinbekommen. Wir sind in einem schönen Level von der Verortung her sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Und dann ähm, gehen wir mal noch auf den deutschen Aktienmarkt hier, den DAX. Da sehen wir im 5-Minuten-Chart kommt der gerade ein bisschen hoch, aber wenn wir uns den Tag mal anschauen wollen, ähm, ja, da, sieht's, äh, da sieht man die, den Korrekturmodus äh, ganz genauso. Also alles äh, hier auf der Unterseite und hier müssen wir auch schauen. Was passiert an diesem Feld? Denn wir sind mit, mit Blick in die kleinen Einheiten hier, äh, sehen wir das auch ganz, ganz klar. Hier gibt es schon die Abwärtssequenz. Ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein. Sehen wir ganz klar, ne? es ist abwärts gerichtet. Hier das Allzeithoch gemacht und der Tag trendet jetzt so ein bisschen nach unten. Äh, und wenn wir uns diesen Trend mal auf der Woche anschauen wollen, wir sehen es. Die große Sequenz ist weiterhin intakt, aber. Die Korrektur ist halt auch da. Und wenn wir uns das größere Bild mal hier anschauen wollen, wenn die 13.660 Punkte Marke abverkauft wird, dann haben wir im Chart des Tages die nächsten Anlaufmarker. Und das wäre mal hier an dieser Stelle das Level um die 13.260 Punkte. Denn das war hier das letzte Korrektur tief. Aber wie schon gesagt, auch hier entscheidend ist eins. Hier haben wir um die 13.650. Einen guten Support hält der. Dann könnten wir durchaus wieder ein Stück nach oben drehen. Bricht er weg? Dann sehen wir erstmal hier unten die 13.260 als klassisches Orientierungslevel. So, dann hätten wir mal das Thema hier an dieser Stelle besprochen und dann kommen wir äh, jetzt mal zu dem anderen Thema, äh, was ich vorhin auch mit äh, sozusagen auch angesprochen hatte ähm, und da gehen wir mal ganz kurz äh, in den Bereich der ähm, US Entwicklung auch mit ein. Wir müssen mal kurz hier oben rauflaufen ähm, und zwar es geht ja immer wieder hier an dieser Stelle auch um das Thema ähm, der Inflation und äh, zum Thema der, der, der Inflation. Da gibt es ja diverse wirtschaftliche Daten, die da reinsprechen, die das Thema Inflation auch mitgehen, die aber auch das Thema der Wirtschaftserholung auch immer wieder mit sehen. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Fakt, den wir hier haben, wenn wir beispielsweise mal hier, die Grafik hier ist auch schon ein paar Tage alt, aber ich denke mal, es passt relativ gut ins Bild, wenn wir das mal hier sehen, der US Empire State Manufacturing Index hier an dieser Stelle. Ja, da sehen wir, was hier gerade äh, los ist. Ne? Wie, wie, wie massiv das Ganze auch nach oben läuft und in einem welch starken Level wir auf der Oberseite sind. Also ähm, das spricht schon ähm, sehr, dass äh, sich die wir sehr dafür, dass die Wirtschaft sich definitiv erholt. Und in diese, ähm, in diese Kerbe der Wirtschaftserholung oder beziehungsweise auch äh, der Preisentwicklung ähm, äh, kommen halt noch andere Faktoren mit rein. Denn wenn sich die Wirtschaft erholt. Wird mehr nach Gütern nachgefragt. Wenn mehr produziert wird, braucht man mehr Rohstoffe. Das erhöht dann natürlich die Nachfrage nach den Rohstoffen. Und das treibt dann natürlich die Preise nach oben an. Wir machen mal weiter zum Thema. Auch der Wirtschaftserholung äh, und der, des produzierenden Gewerbes. Äh, wenn jemand produziert, braucht er einfach Rohstoffe. Und auch hier eine Grafik, äh, hier, die ist äh, vom 19.02. an dieser Stelle. Ähm, das ist quasi die Entwicklung ähm, der Industriemetalle. Also das ist der Industriemetallindex hier. Und da sehen wir, wo der steht. Auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Also, das ist jetzt ein ganz, ganz großer, äh, wichtiger Bereich, den wir hier oben haben. Und da sehen wir halt, dass die Industriemetalle stark angestiegen sind. Und das hat ganz klar etwas mit der wirtschaftlichen Erholung zu tun. Und das Thema mit dieser wirtschaftlichen Erholung hat halt entsprechend auch die Auswirkungen auf die Preise. Denn es wird wirklich, der Preisanstieg kommt durch den Nachfrageanstieg. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Der kommt nicht durch eine Verknappung, durch eine Verknappung dieser Güter, sondern es kommt einfach quasi durch die. Nachfragesteigerung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt an dieser Stelle. Wir machen hier noch weiter mit ein paar anderen Grafiken, deswegen mache ich das Bild mal noch groß, beziehungsweise eine Grafik, die ich an dieser Stelle habe, die ist auch sehr, sehr wichtig, und zwar ist das das Thema ähm, Produktimport äh, äh, aus China. Ähm, ähm, das ist echt ein Punkt. Ähm, das ist schon heftig. Und äh, diese Grafik zeigt uns jetzt halt mal, ähm, dass wir eine sehr, sehr, sehr hohe Nachfrage ähm, nach Verschiffung haben und wir haben halt Containerknappheit. Und diese Containerknappheit sorgt halt für. Ähm, Preisanstiege. Und äh, das ist halt einfach äh, dazu, da wenn die Frachtkosten steigen, ähm, dann verteuert das natürlich auch das ganze Geschäft. Und das ist halt ein Punkt, der ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Ähm, und ähm, die höhere Frage ähm, äh, oder Nachfrage nach den äh, Verschiffungsleistungen und der Transportsektor, dem geht es ja relativ gut. Der erholt sich auch gut, zeigt halt auch die gesteigerte Nachfrage, ist ein Zeichen der wirtschaftlichen Erholung. Ne? Und diese wirtschaftliche Erholung Sehen wir hier äh, entsprechend auch mal kurz noch mit einem Blick auf den US-Dollar? Denn wenn die US-Dollar-Währung steigt, also stärker wird sozusagen, das haben wir ja vorhin schon besprochen, ähm, dann sehen wir halt auch, dass äh, die Nachfrage nach dem US-Dollar steigt. Und hier haben wir mal eine, eine Grafik entsprechend ähm, von, ähm, von, äh, von äh, Macrobond und Nordia. Da sehen wir auch ganz, ganz klar mal die Erwartungen. Also hier. Der US-Dollar-Index versus G9, das ist die, äh, die helle Linie. Und dann haben wir das US-Grow versus äh, das äh, G9-Grow-Expectations. Und da sehen wir halt, dass wir ähm, an dieser Stelle momentan äh, so, eine, so, eine, so, eine, so eine große Auseinanderentwicklung an diesen Punkten haben. Und das sind halt wirklich sehr, sehr wichtige Fakten. Das heißt, man geht tatsächlich auch davon aus, ähm, dass sich die, äh, die US-Wirtschaft äh, in, innerhalb der nächsten ähm, ähm, zwölf Monate ähm, deutlich. Äh, Besser entwickelt als äh, die der G9. Und ähm, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen ähm, an dieser Stelle. Ähm, das ist halt etwas, äh, da muss man entsprechend auch äh, sich mal die Gedanken stellen, was passiert dann denn mit dem Dollar? Und das ist ein Punkt, äh, wo wir jetzt mal noch auf, auf zwei, drei andere Sachen zu sprechen kommen. Ähm, denn <laughs> wenn die Nachfrage äh, nach der Wirtschaft in den USA oder wenn die Wirtschaft zu stark in den USA ist, ist das ein Zeichen dafür. Eine starke Wirtschaft in den USA sorgt halt dafür, dass die Rohstoffpreise steigen, sowohl in den produzierenden Rohstoffen, also für das Baugewerbe und für die, für die Autos und alles, was so Industrie ist, als auch im Bereich vom, vom, von, von, von den Lebensmitteln. Und, und das ist halt ein Thema. Das ist Wirtschaftserholung. Und ähm, dieses Thema der Wirtschaftserholung hat ganz stark was damit zu tun, auch was die, was die Fed an Projektionen nimmt. Und das gilt jetzt nicht nur für die USA, das gilt zum Beispiel auch für uns in Deutschland. Äh, wir werden mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit äh, starke Preisanstiege sehen. Oder was heißt, ich möchte das stark streichen, wir, mal. wir werden äh, spürbare Preisanstiege sehen. Aber, und das ist jetzt das große Aber. Warum ich mir darüber aus momentaner Sicht zumindest äh, keine so starken Gedanken mache, dass ich sage, wir stehen jetzt hier vor einem massiven Bärenmarkt, weil die steigenden Zinsen alles abwirken. Das sehe ich momentan nicht, denn wir sind in einer wirtschaftlichen Sondersituation. Ich hatte das vor ein paar Tagen auch schon mal erwähnt an dieser Stelle, äh, gerade zum Thema, ähm, wir haben einen ziemlich starken Aufholbedarf. Und dieser Aufholbedarf ist sowohl in der Wirtschaft da, als auch auf der privaten Seite. Denn ähm, es wurde sehr, sehr viel zurückgestellt, sehr, sehr viele Ausgaben wurden zurückgestellt. Und die Menschen sind zum Glück in der Situation geblieben und auch viele Unternehmen, dass sie jetzt nicht sozusagen pleite gegangen sind, sondern dass sie diese Situation irgendwo überstanden haben und jetzt wieder positiver in die Zukunft schauen. Und das führt dann halt. Nicht selten dazu, dass mit dem zurückgestellten Kapital äh, die zurückgestellten Investitionen irgendwann getätigt werden. Ja? Und das führt dann halt zu Preisanstiegen. Die sind allerdings dann nur temporär, denn irgendwann flaut das Ganze ab. Das können Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie Hunger haben. Ne? Wenn Sie um 12 Uhr Mittagshunger bekommen ähm, und Sie kriegen nichts zu essen, dann haben Sie 13 Uhr immer noch Hunger. Und je länger Sie warten, je größer wird der Hunger. Also wird irgendwann alles, was auf dem Tisch steht, auf Deutsch gesagt, wenn alles gut läuft, immer, immer mehr. Das heißt, dass sie immer mehr äh, essen können. Aber sie essen und essen und essen irgendwann und dann sind sie irgendwann satt. So, was passiert, wenn sie satt werden? Ihre Nachfrage nach den Speisen wird sinken ne? und irgendwann ist der Tisch halt, ja, leert er sich nicht mehr. So und so kann man das auch auf die Wirtschaft übertragen. Dieses System funktioniert vergleichbar. Wir haben eine starke Nachfrage und wenn die Nachfrage irgendwann abebbt, dann, werden die, dann wird die Nachfrage quasi nach den Gütern sinken, ähm, dann werden erstmal die Preise sinken, dann gehen die Produktionsraten zurück und dann geht man wieder in ein normales Niveau zurück. Ja, und das ist etwas, das ist zeitlich begrenzt. Und das ist auch das, was die FED sieht, dass sie sich sagt, wir können die Zinsen noch nicht erhöhen, weil das würde sozusagen kurzfristig viel zu viel ähm, Druck auf die Märkte bringen, weil es ist ja viel auf Schulden oder... Es ist äh, einiges auf Schulden finanziert worden. Wir sagen das jetzt mal so. Ähm, und ähm, das würde natürlich eine, eine sage ich mal, Welle ähm, auslösen, wenn man hier an dieser Stelle ähm, die Zinsen jetzt, die kurzfristigen, erhöhen würde. Das äh, wäre äh, komplett schwierig äh, für die Wirtschaft zu verkraften. Deswegen wird man das an dieser Stelle nicht tun. So, das ist jetzt da. Aber wir sehen ja jetzt trotzdem steigende Zinsen. Und da muss wirklich. Jeder verstehen, dass äh, die Zinsen, ich zeige es mal ganz kurz äh, in den Charts, dass die Zinsen, äh, hier geht er einfach mal wieder auf die Bonds der USA ein. Wir sehen hier diese stark fallenden äh, Renditen zur Unterseite hin. Die fallen, diese Renditen fallen. Ähm, und die Renditen sind jetzt auch in den, in den Two-Years Notes gefallen. Ähm, das heißt, die Zinsen steigen an. Und die Zinsen, die hier ansteigen, an dieser Stelle. Ähm, die werden, wartet mal, ich mache das mal ganz kurz groß hier. Das ist das Bild hier. Hier, das sind die 30-jährigen Zinsen. Die Renditen fallen nach unten ab. Wir sehen das Ganze bei den 10-jährigen, noch nicht so tief, aber immerhin ganz ordentlich äh, unten rein. Äh, wir sehen das Ganze bei den 5-jährigen, die Kurse fallen nach unten. Und wir sehen das jetzt mittlerweile auch bei den 2 years notes Wir kriegen hier so einen leichten Rutsch nach unten hin. Das heißt, dort steigen die Zinsen wirklich an, weil die Zinsen steigen an und deswegen fallen hier an dieser Stelle die Renditen. Und das ist das, was wir sehen. Und das ist das, dagegen kann die Notenbank einfach nichts machen. So, warum? Weil diese Zinsen natürlich ansteigen durch die Preissteigerungen. Und ein Zins ist ja nichts anderes wie ähm, ein, ein Risikoausgleich für jemanden, der Geld verleiht, der will ja in zwei Jahren äh, den gleichen Wert vom Geld, oder besser noch mehr, aber bei Zinsen funktioniert das leider nicht. Äh, zurückhaben. Und wenn die Risiken hier steigen, steigen entsprechend auch die Zinsen. Und wenn die Teuerungsraten ähm, für die Wirtschaft sehr, sehr stark ansteigen, dann hat man halt die Situation, dass das Ganze hier entsprechend ähm, ähm, bepreist wird. Und das führt dann zu diesem Zinsanstieg. An dieser Stelle ist aber eines sehr, sehr wichtig, wenn wir einfach mal schauen wollen, ähm, wie das Ganze hier losging. Ähm, wo wir hier stehen. Und zwar stehen wir hier mal äh, in dem Level von Anfang 2020. Da war der Zins, schaut mal, wo, der, wo, wo, wo hier entsprechend die Renditen gewesen sind. Die Renditen wohlgemerkt, die sind halt hier angestiegen, weil die Zinsen immer, immer weiter gesunken sind, auch die langfristigen. Jetzt stehen wir hier wieder auf dem Level von vor der Pandemie. Und da wird es wirklich interessant, ob hier jetzt die Renditen an dieser Stelle weiter sinken oder ob man dort irgendwo einen Boden findet und dann zur Oberseite ansteigt. Das sieht man in den zehn Jahren sieht man das sieht man das auch da ist hier das level allerdings schon deutlich abverkauft worden an dieser stelle ähm, also es ist hochinteressant hier sind wir auch wieder in diesem level drinnen ähm, und hier dieses kauflevel wenn es da weiter nach unten geht steigen die zinsen hier auch an und das ende wird halt immer immer länger ne? und das sieht man halt und rein auch von der trendigen Geschichte wir sind hier in einem Abwärtstrend drinnen und das ist das wo die zinsen am langen ende tatsächlich auch mit steigen und das ist tatsächlich jetzt ein Punkt den muss man auf der Uhr haben, denn äh, dann kommt, stellt man sich natürlich irgendwann die Frage, ähm, wann werden denn die Zinsen so hoch, dass sie nachhaltig den Aktienmarkt beeinflussen? Und diese Frage, ähm, da sagt man so zwischen 1,5 und 1,8 Prozent bei den Zinsen, ähm, das wird sich dann zeigen, ob es tatsächlich so ist. Da müssen wir schauen, was an den Aktienmärkten entsprechend gespielt wird. Und da kommen wir jetzt allerdings mal noch auf einen Punkt. Wo man ja auch sieht, äh, sozusagen, dass man die, ähm, die Zinssituation, dass die FED wohl schon sehr genau sieht, was dort los ist. Ähm, und ich hatte ja gerade auch gesagt, äh, die FED an sich macht ja nicht die Zinsen, äh, sondern die Zinsen macht entsprechend dort in den Regionen ähm, der Markt, also die Teuerungsraten bestimmen sowas ja auch mit. Ja, da kommen noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel ein Risikoaufschlag für die Bonität und, und, und. Also, ein, 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 wenn man mal einen Staatsanleihen beispielsweise angeht, oder auch Unternehmensanleihen, dann sind die Unternehmens- oder Staatsanleihen mit hohen Bonitäten günstiger als die mit schlechteren Bonitäten, weil da gibt es dann immer noch den. Sozusagen den Bonitätsabschlag ähm, bzw. Aufschlag, schlechtere Bonität heißt immer auch ein Zinsaufschlag. Das ähm, geht dann rein bis in die Junkbonds, sozusagen. Und das, ähm, das ist etwas, äh, wo die FED so ein bisschen gegensteuern kann. Ja? Also, die kann diesen Zins natürlich äh, nicht regulieren und die FED äh, wird auch, äh, glaube ich, keinen Einfluss darauf nehmen, äh, äh, dass die Menschen äh, sozusagen konsumieren. Denn die FED hat ja auch das Ziel, Vollbeschäftigung zu bekommen. Und das wird dann. Irgendwann auch dahin münden, dass die Leute das Geld, was sie verdienen, entsprechend ausgeben. Und das ist ja wichtig für die Wirtschaft, weil dadurch werden Güter verkauft, die Unternehmen können produzieren, die Dienstleistungen können gegeben werden. Das, ist ja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und aus der Sicht ist die Fed momentan eigentlich in einer sehr entspannten Lage. Denn wenn die Wirtschaft sich erholt, wird also dieses ganze Konzept äh, der Wirtschaft, einer Wirtschaft an sich, äh, sich irgendwann so ein bisschen mehr normalisieren und auch wieder unabhängiger von der Notenbankstütze werden. Und das ist ja etwas, das dass Paul, dass die, dass die auch die weltweiten Zentralbanken eigentlich auch wollen. Die greifen ja da nur marginal mehr oder weniger ein. Also marginal im Zinsbereich können wir ja momentan nichts machen. Die können die Zinsen nicht erhöhen, äh, die Leitzinsen. Ja. Aber was wohl gemacht werden kann, ist, dass die... Dass die FED äh, bei dem Kauf der Anleihen, die FED kauft ja sehr, sehr viele Anleihen auf und mal auch dieses Verständnis äh, mit dem Anleiheaufkauf -An ist, ähm, die, die FED ändert ja durch den Anleiheankauf nicht die Zinsen, sondern die stellt durch den Anleiheankauf einfach nur Geld zur Verfügung, dass der Markt liquide bleibt. Also man muss immer das Thema Zinsen und das Thema Anleihekauf miteinander trennen. Das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Aber. Was wohl etwas bewirkt, ist das Thema der Preisbildung und zwar ähm, bei den Anleihekursen die man hat, ist es so, dass da sozusagen auch Angebot und Nachfrage eine große Rolle spielt. Und was die Fed hier oder auch andere Zentralbanken in Nuancen machen kann, ist, dass man halt einfach sagt, okay, wenn wir hier auf dem kurzfristigen Moment zu viel Druck reinbekommen, wenn dort sozusagen die Kosten zu hoch sind, kann man den Druck ein bisschen rausnehmen, indem die entsprechend die Kurse dort ähm, beeinflusst werden durch das Thema Angebot und Nachfrage. Und wenn man einfach merkt, dass der Druck zu groß wird, dann macht man einfach Folgendes: Man verkauft äh, sozusagen die, äh, die kürzer laufenden Zeiteinheiten äh, Zeit, äh, ab ja also da kommt Verkaufsdruck rein und deswegen fallen dort dann die Kurse das entspannt so ein bisschen die Situation auf der einen Seite und auf der anderen Seite investiert man das Geld dann eher erstmal ins längere Ende und damit kauft man er kauft man sich so ein bisschen Zeitaufschub und das ist das ähm, ein, das ist eines der Instrumente die eine Notenbank hat so habe ich das äh, ja quasi gelernt ich bin ja kein Notenbanker und auch kein Ökonom äh, der das im Studium so gelernt hat und das sind halt die Erfahrungen die ich gemacht habe und die Dinge die ich gelernt habe dass mit diesen Steuerungsmaßnahmen, das gemacht wird. Und das ist halt das Thema auch Angebot und Nachfrage. Und da kann man so ein bisschen äh, steuern, dass dort der Druck nicht zu groß wird in dieser Seite. Und das ist das, was äh, entsprechend Paul ähm, auch, auch avisiert hat, dass man dort irgendwo auch mit eingreifen kann. Also es ist sehr, sehr interessant, was dort gerade geschieht. Und das, da ist es halt wichtig zu schauen. Wie reagieren die Märkte darauf? Was wird dort gemacht? Und das ist das, was wir uns wirklich genau anschauen, worauf wir hier morgens immer wieder sprechen. Und an dieser Stelle sage ich jetzt auf alle Fälle erstmal ganz klar, danke allen hier fürs Zuschauen, für den heutigen Freitag. Wem es gefallen hat, gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag und verabschiede mich heute schon mal hier an dieser Stelle ins Wochenende aus der Sendung heraus. Allen einen erfolgreichen Trading-Freitag, bleiben Sie gesund und wir sehen uns montag wieder live zur Besprechung hier der nächsten Chancen in der Trading-Szene. Also, bis dahin, montag 8.30 Uhr, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.